Hi, my name is Jonathan Brossard. I'm a computer security expert, and you're watching Ubisoft TV. Wir sind in Chicago und gehen hier dem Thema Hacking auf den Grund. Und zwar haben wir uns das Spiel Watch Dogs angeschaut und hier mit einem Experten gesprochen, der selber Hacker ist. Und was der so erzählt zum Thema Hacking, das schauen wir uns jetzt gemeinsam an. Auf dem Presseevent in Chicago durften wir nicht nur das neue Watch Dogs selber anspielen, es gab zusätzlich auch die Möglichkeit, einen echten Hacker bei der Arbeit zu sehen. Wir wollten genau hier natürlich noch einmal mehr wissen und sprachen mit dem Hacking-Experten Jonathan Brossard. Das Besondere an diesem Spiel ist, dass zum ersten Mal glaubwürdige Hacks in einem Mainstream-Medium zu sehen sind. In den meisten Filmen, die einem dazu einfallen, ist das ganz und gar nicht der Fall. Das Hacken in Watch Dogs ist wirklich realistisch, beziehungsweise wurde von realistischer Forschung inspiriert. Was jedoch nicht stimmt, ist der zeitliche Aufwand des Hackens. Ein Auto zu hacken ist nicht gänzlich unmöglich, jedoch würde es insgesamt 6 Monate dauern an Vorbereitung. Im Spiel hingegen dauert es nur 2 Sekunden, aber das macht das Spiel natürlich umso spaßiger. Ich denke, die meisten Leute sind sich heutzutage darüber im Klaren, dass die Daten, die man ins Internet stellt, vermutlich für immer dort bleiben werden. Es weiß außerdem jeder, dass zum Beispiel Facebook Daten freigibt. Jedes Video, das ihr ins Internet postet, wird für lange Zeit dort bleiben und man hat keinen Einfluss darauf. Was wir jedoch nicht realisieren, ist die indirekte Offenlegung im Internet. So ziemlich jeder Service, den wir im Internet benutzen, von deinem Bankkonto bis hin zu deinem Handy oder wie du im öffentlichen Nahverkehr unterwegs bist, alles ist mit dem Internet verbunden. Und all das gibt indirekt Daten frei, die von den Firmen und vom Staat gelagert werden. Das kann dir einerseits von gutem Nutzen sein, doch die schlechte Seite ist, dass deine Daten auch missbraucht und im großen Stil gegen dich verwendet werden können. Ich selbst zum Beispiel besitze aus Sicherheitsgründen kein Smartphone. Zumal ich die ganze Zeit meinen Computer dabei habe, brauche ich sowas also eh nicht. Doch ich weiß, wie abhängig es machen kann. Viele Leute können ihr Smartphone kaum noch aus der Hand legen und benutzen es rund um die Uhr. Durch das Internet wirkt es so suchterregend. Es hat kein Ende und es ist so riesengroß und hochinteressant. Im Spiel hat die gesamte Stadt ein neues System eingeführt, das es jedem erlaubt, überall und kostenlos mit Wi-Fi verbunden zu sein. Das ist nicht gänzlich unwahrscheinlich. Mark Zuckerberg plant zum Beispiel so etwas in der Art. Und das Risiko dabei in Bezug auf diese Abhängigkeit ist natürlich noch höher. Das Thema Hacking in Watch Dogs ist also realistischer als wir denken, nur macht es im Spiel einfach wesentlich mehr Spaß. Schon bald könnt ihr euch selbst davon überzeugen, denn Watch Dogs erscheint schon am 27.05.